So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMIK. So Freunde, eine Woche fast. Naja, nicht Moped stehen lassen, aber ich konnte kaum fahren. Weil das Wetter war sowas von bescheiden. Und diese Woche bis über Ostern soll es ja richtig warm werden. Bis teilweise 20 Grad. Na, schauen wir mal. Ja, was habe ich mal wieder für Themen? Ein kleines Thema, was ich mir ausgesucht habe. Weil ich da schon länger wieder drüber nachdenke. Was viele auch mit ihren Motorrädern machen, ist Individualisierung. Tja, und ich bin ja nun kein Freund von Dekorkleben auf seinem Motorrad und alle möglichen Sachen umbauen und so weiter. Aber eine Individualisierung habe ich mir jetzt gegönnt, weil ich hatte ja den Teil gemacht mit den 4 Plus- und 4 Minuspunkten bei meinem Motorrad. Und ja, die 4 Minuspunkte waren ja keine richtigen Minuspunkte. Das einer war ein richtiger Minuspunkt. Und das ist die die Sache mit den Spiegeln. In den Spiegeln habe ich ja nun echt immer wenig gesehen und habe lange überlegt, was machst du jetzt mit den Scheißspiegeln? Die gehen nicht weit genug nach außen. Ich kann sie dann nicht weit genug nach innen drehen, dass ich auch hinter mir was sehe. Da habe ich mehr als zwei Drittel in den Spiegeln zwei Drittel von den Armen verdeckt. Also ich sehe im Prinzip überhaupt nichts nach hinten. Ich konnte noch nicht mal sehen, ob ein Auto hinter mir fährt. Und das hat mich schon ziemlich genervt. Naja, und dementsprechend habe ich dann überlegt, was machst du, was machst du? Ich habe wochenlang geguckt, nach neuen Spiegeln geguckt. Neue Spiegel, die ich vielleicht anbringen könnte. Und was es da sonst für Möglichkeiten gibt. Leider gab es da nicht allzu viele Möglichkeiten, weil für CBR 650R gibt es keine irgendwie individuellen Spiegel, die man da anbauen kann. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Also nichts Vernünftiges, wo ich gesagt hätte, ja geil, gute Idee, die kaufe ich mir. Na, sie hätten bloß irgendwie ein Stück weiter nach außen gebraucht oder Lenkerendenspiegel habe ich überlegt. Auf Lenkerendenspiegeln kam ich jetzt überhaupt nicht klar. Da hatte ich auch gar keinen Bock drauf, weil ja, wenn du da nach unten guckst, da siehst du ja auch nichts, da siehst du auch nur deine Arme. Muss dann irgendwie so wegnehmen und so, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Finde auch sehen scheiße aus. Ist ja alles Geschmackssache. Ja, dann habe ich weiter geguckt. Ich denke, na, was gibt es da noch? Und bin dann irgendwann, nach langen Überlegungen, drauf gekommen, dass es da Spiegelverbreiterungen gibt. Habe ich dann bei SW Motech gefunden. Natürlich auch nicht ganz günstig, aber das war nun eine Möglichkeit, die für mich irgendwie Sinn ergeben hat. Und da wird praktisch an die Spiegel hier vorne, weiß nicht, ob man das sehen kann, wird eine Platte gesetzt und dann gehen die Spiegel 4 cm weiter nach außen. Weil ja, so hässlich finde ich also die Originalspiegel überhaupt nicht. Ich finde, die gehen eigentlich, die habe ich an meiner 500er auch schon dran gehabt. Sind zwar diese Standardspiegel, aber ich finde, die Standardspiegel sind ganz okay. Naja, und dementsprechend habe ich mir dann die Teile von SW Motech bestellt. Mit allen Pipapo, alle Schrauben dabei, auch es gibt ja verschiedene CBR-Modelle, ältere und neuere. Und bei den älteren musst du dann, kannst du dann auch, wie heißt noch, so Distanzstücke zum Teil unterschrauben.
damit das passt. Aber war hier alles überhaupt nicht möglich. Ich musste einfach nur die zwei Schrauben, die ich rausgenommen habe, ersetzen. Durch neue in die Platte reinschrauben. Naja, und dann die Spiegel mit den Platten an die zwei bestehenden Schrauben, Löcher reinschrauben, die an der Verkleidung sind. Und ruckzuck habe ich eine Spiegelverbreiterung gehabt. Und siehe an, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, ich kann direkt hinter mich gucken. Ich kann alles sehen. Also mehr als zwei Drittel der Spiegel sehe ich nicht mehr meine Arme. Hier, wenn ich normal Hände am Lenker habe, kann ich direkt hinter mich gucken. Also es ist genial einfach. War auch gar nicht so teuer. Aber ich will hier keine Werbung machen. Deswegen, wer das gerne haben will, der schreibt mich eben an in den Kommentaren. Und dann sage ich euch, wo es die gibt. Ich habe auch schon einen Kommentar gehabt auf einem anderen Video. Mit dem, ist glaube ich ein Abonnent von mir, habe ich auch so hin und her geschrieben. Und der fragte dann auch so, oh ja, Mensch, möchte ich auch haben, erzähl mal. Da habe ich dem gleich den Link gegeben. Weil das ist wirklich eine Verbesserung. Das ist eins der wenigen Negativpunkte, die ich hatte bei dem Motorrad. Und die hat sich dermaßen verbessert jetzt dadurch. Also hat sich wirklich gelohnt. Das macht 10-mal mehr Spaß zu fahren, wenn du siehst, was hinter dir passiert. Ja, und zur Sicherheit trägt das natürlich auch bei. Ne? Ja, und Sicherheit beim Motorradfahren ist ja ganz groß. Oh, herrlich. So schön bei Werder, das tritt im Gesicht. Naja, jedenfalls kann ich jetzt durch die Spiegel wesentlich besser nach hinten gucken. Und ich kann sagen, dadurch ist ein Minuspunkt auf jeden Fall ausgemerzt am Motorrad. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Damit wünsche ich euch alles Gute bis zu meinem nächsten Video und gehabt euch wohl!